Hallo, willkommen beim Thorsten Becker Report. Heute mit dem Thema Pennygold-Aktien beginnen abzuheben. Disclaimer. Wer jetzt davon ausgeht, dass die Goldaktienrallye noch nicht begonnen hat, weil vielleicht noch eine Korrektur bei Gold und Silber bevorsteht, sollte sich jetzt eher darüber Gedanken machen, wenn das nicht passiert. Und wenn Silber auf 25 bis 26 in einen letzten Shakeout gedrückt wird, muss das auch nicht mehr bedeuten, dass Goldaktien auch wieder mit runtergezogen werden. Wir befinden uns eher am Beginn des Bullenmarktes und hier können versteckt Junior-Goldaktien, die niemand kennt, bereits ausbrechen, wie diese beiden Charts zeigen. Wir werden also immer noch solche Penny-Goldaktien sehen, die bereit sind, nach einer 3 bis 4-jährigen Korrektur die Richtung wieder zu ändern. Solche Art Aktien sind natürlich sehr riskant, aber als Gamble durchaus eine interessante Beimischung, die sich im Gegensatz zu Major-Gold-Aktien sogar verhundertfachen können. Insofern ist das keine Kaufempfehlung, sondern nur als Hinweis zu betrachten, denn wenn es nicht funktioniert, muss man vorher auch bereit sein, auch das Risiko eines Verlusts in Kauf zu nehmen. Derartige Penny-Stocks gibt es hier, jetzt einige, die noch vor 3 bis 4 Jahren 10-mal höher bewertet waren, vor 13 Jahren sogar 100-mal oder viel mehr. Ja, das hängt natürlich zum einen noch an einer Verwässerung dieser Art Aktien. Nichtsdestoweniger haben diese Aktien oder zeigen diese Art Aktien teilweise enormste Ausbrüche und eigentlich unglaubliche Anstiege hier, wie vielleicht auf der rechten Seite. Das Unternehmen, das jetzt hier im Prinzip einfach von 1 Cent einfach mal so auf 7 Cent gestiegen ist. Vorher war da eine Marktkapitalisierung von 1/2 Million, 1 Million. Wie gesagt, es ist einfach zu risikoreich, um solche Aktien empfehlen zu können. Aber man kann ja einfach mal drüber sprechen. Ich persönlich kaufe sowas als Beimischung, erwarte eigentlich nichts, außer dass, wenn jetzt tatsächlich eine Goldaktienrallye Richtung $3.000 etc. dasteht, dass eben gerade solche Aktien möglicherweise die ganz großen Gewinner sein werden. Aber das funktioniert nur in ganz speziellen Situationen. Normalerweise greifen eigentlich die Investoren dann solche Aktien an, wenn die Euphorie ist. Sie sehen das hier im Jahr 2020 in beiden Fällen und sie sehen, was dann in den nächsten 4 Jahre passiert. Aber sie sehen, die Bodenfindung ist abgetroffen, ist abgeschlossen. Wir stehen vor einem Anstieg auf Gold $3.000 und diese Gold- und Silberaktien sind extremst unterbewertet im Verhältnis zu Gold. Daher können eben solche Aktien letztendlich tatsächlich extremst steigen in kürzester Zeit. Also auf der rechten Seite, das ist ein Unternehmen, das sich auf die Exploration von Gold und Silber konzentriert. Schwerpunkt liegt im Foley-Goldminenindex in Ontario, wo jüngere Bohrungen vielversprechende Ergebnisse geliefert haben. Das Unternehmen hat auch Explorationsaktivitäten in Peru. Die Aktien haben in den letzten Monaten erheblich an Wert gewonnen, jedoch volatil. Also das sagt ChatGPT, wenn man da den Namen eingibt. Ja, wie gesagt, da kann man keine In-Depth-Analyse machen von solchen Aktien, aber man kann die zumindest beobachten. Und wenn eben das Zyklus-Tief, und bei Goldaktien sind im Zyklus-Tief nach wie vor, kann man vielleicht möglicherweise hier und da als Beimischung etwas aktiv werden. Auf der rechten Unternehmen ist ein Unternehmen, das ist mit 4,32 Millionen US-Dollar bewertet, beziehungsweise in der englischen Börse gehandelt, deswegen die 340,4 Millionen British Pound oder Pence, ich weiß es auch nicht genau, wie es heißt, jedenfalls sind es 4,32 Millionen US-Dollar. Ja, und die konzentrieren sich auf die Exploration und Entwicklung von Kupfer- und Goldprojekten. Das Unternehmen ist eben an der IM-Börse in London gelistet und hat Projekte in Namibia, den Philippinen, Argentinien und Sambia sowie ein Manganprojekt in Botswana. Das Unternehmen hat kosteneffiziente Arbeitsprogramme sich einen Namen gemacht, verfolgt das Ziel, signifikante Wert seiner Projekte zu schaffen. Das kann man von dem Aktienkurs natürlich im Augenblick nicht sagen. Es wird völlig zerdrückt und runtergebracht. Aber möglicherweise sind dann solche Aktien, wenn der Markt, der Rohstoffmarkt vor allen Dingen auch in die andere Richtung geht, die ganz großen Gewinner.
In der letzten Entwicklung hat der Vorstandsvorsitzende Colin Bird im August 2094 eine beträchtliche Anzahl von Aktien des Unternehmens gekauft, was auf sein Vertrauen in die zukünftigen Perspektiven hindeutet. Ja, das Unternehmen hat natürlich dann wieder verwässert. Das Unternehmen hat zudem kürzlich weitere Aktien ausgegeben, um seine Finanzierungsbasis zu stärken. Das heißt, diese ganzen Aktien, die ganzen Unternehmen, die kosten hier irgendwie zwischen 500.000, 1 oder 2 Millionen Marktkapitalisierung. Stellen Sie sich vor, wir bekommen unsere Goldaktienrallye, unseren Rohstoffboom und diese Aktien überleben das. Und Sie sehen, zu was für Sprünge diese Art Goldaktien fähig sind. Darauf wollte ich wieder darauf hinweisen, dass sich das ganze Klima hier komplett ändern kann und dass wir die verrücktesten Anstiege sehen. Ich persönlich hoffe natürlich auch, hier auf der rechten Seite, da hatte ich im Oktober, da war schon mal ein Rückgang, hier und da noch was von gekauft. Hoffe natürlich auch, dass diese Aktie irgendwo im Rahmen des Goldaktienbooms auf 50 Cent bis 1 Dollar steht. Aber wie gesagt, ich finde die jetzt natürlich in jedem Fall zu teuer. Sie ist auf 7 Cent gestiegen, kann auch wieder jederzeit korrigieren. Da gibt es keine Garantie und keine Logik. Aber trotzdem ein relativ interessantes Phänomen hier am Penny-Gold-Aktienmarkt aus meiner Sicht. Ja, hier etwas bessere, sozusagen etwas sichere Projekte, aber auch schon im Hochrisikobereich verortet, aber eben nicht in diesen Nanocap und Picocap, könnte man sagen. Ja, das ist ein Unternehmen, das Tavi Costa, der berühmte Chartist, auch immer investiert ist. Und zwar, die haben eben vier sehr interessante Gebiete: Midas-Gebiet, Empire-Gebiet, Gold-Standard-Gebiet, Gold-Star-Gebiet und das Bingo-Grundstück. Und die haben eben ganz, ganz extreme Werte da gefunden. Hier sehen Sie das 36.058 Gramm pro Tonne Gold, 27% Kupfer, als ob da die ganze Tonne auf Metall steht, 33% Blei, 29% Zink. Das hat sie schon, diese Aktie schon mal extrem angetrieben, stieg schon mal, glaube ich, richtig in den Mehr-Dollar-Bereich. Und das kann möglicherweise auch bevorstehen. Sie sehen ja, wo es beim letzten Goldaktienboom hinging, ging es eigentlich von 10 Cent hier auf 50 Cent. Und das kann rasend schnell gehen, dass das jetzt auch wieder passiert. Aber wir hoffen natürlich, dass eben solche Aktien zumindest in den Dollar-Bereich gehen im Rahmen dieser Rallye und weit drüber hinaus. Ja, Steigold analog der 1970er Jahre von 2000 Dollar auf 8.500 Dollar. Gut möglich. 1979 ist passiert nach der Korrektur, dann um die 200 Dollar. Fiel dann Gold nicht zurück, sondern stieg um das Vierfache auf 850 Dollar, was sicherlich viele überrascht hat. Eine ähnliche Situation kann eintreten, würde bedeuten, wir gehen Richtung 8.500 Dollar in den nächsten Monaten. Derzeit unvorstellbar. Würde keiner glauben. Für Gold- und Silberaktien ist relativ egal. Die sind auf dem 50-Jahrestief. Da ist keine Fallhöhe mehr. Und Gold geht zumindest in den 3000er-Bereich, was diesen Minen da unglaublich Auftrieb geben würde und viele Penny-Goldaktien in den Dollarbereich oder mehr steigen lässt. Damals kam es eben zu diesen enormen Minenanstiegen. Und das ist das, was uns auch heute motiviert, in diesem Sektor zu sein. Das ist 100, 200, 300-fach hoch. Ja, Sie haben richtig gelesen. 100, 200, 300-facher. Selbst Vertausendfachung ist es hier und da gekommen. Ja, ist unglaublich. Und im Grunde genommen ist die Divergenz zwischen Gold und Goldaktien so groß wie nie jemals zuvor in der Geschichte. Das schaffen die natürlich mit ihren modernen Methoden, mit ihren Derivaten, diesen Markt unten zu halten, aus diversen Gründen. Aber wenn jetzt Gold Richtung 3000 hochsteigt, kann diese Drückung nicht mehr, meiner Meinung nach, nicht mehr finanziert gehalten werden, gemanagt, organisiert werden. Und es gibt eine unvorstellbare Rallye, was wir zum Beispiel erwarten, ab irgendeinem Punkt, das sage ich mal, 8 Wochen ist ganz, ganz extrem steigt hier in diesem Bereich. Und mit dieser Situation kann man nur folgendermaßen umgehen. Man muss einfach akzeptieren, dass diese Ereignisse vor uns liegen und muss dementsprechend jetzt schon positioniert sein. Und dann eben auch Rückschläge weiterer, wie wir es gerade hatten mit der Börsenkorrektur, muss man dann aussitzen oder beziehungsweise zum Nachkauf von Top Gold- und Silberaktien nutzen, wie ich das ja gestern demonstriert habe.
Ja, wann bei Goldaktien aussteigen? Ganz, ganz entscheidender Punkt, überhaupt das Schwierigste. Wir haben ein paar Parameter, die darauf hinweisen, wann dieser Markt überbewertet ist, zumindest nicht mehr günstig ist, in Anführungsstrichen. Das ist zum Beispiel dieser sogenannte Silberaktien-Junior-Index, der SIL-J auf der linken Seite. Und wir konnten beobachten, bei den letzten Goldaktien-Rallye 2012 und 2020 gab es da einen Topping-Prozess. Und das war eigentlich das Signal, dass der Goldaktien-Bullenmarkt zu Ende war. So, nun erwarten wir, dass dieser SIL-J auf ungefähr 20 geht, so wie er eben 2020 auch war und 2016. Und dann sagen wir zumindest auf der Höhe der alten Goldaktien-Rallye. Wenn wir dann einen Topping-Prozess beobachten, dann, ich denke ich mal, ist das Signal zum Ausstieg gegeben. Aber ich nehme an, es geht ein bisschen höher als bei diesen alten Rallye. Möglicherweise sehen wir ein SIL-J zwischen 25 und 30. Aktuell, Sie sehen, die letzten 3 Tage haben wir eine positive Dynamik. Die Korrektur bei Aktien oder jetzt die Korrektur am Aktienmarkt ist komplett vergessen. Und das Einzigste, das habe ich die ganze Woche betont, das Einzigste, was übrig geblieben sind die, oder beziehungsweise damals positiv war, waren diese Kaufgelegenheit, dass man Top-Aktien nochmal mit 20, 30, 40% Discount kaufen kann, wie ich das gestern demonstriert habe. Der Rest ist vergessen. So, und jetzt kann es jede Sekunde Richtung, in paar Wochen Richtung SIL-J 20 gehen und dann stehen diese Aktien das 5- bis 10-fache höher. So, man letztendlich, auch wenn das kaum jemand tut, weil natürlich die allgemeine Stimmung schlecht ist, aber dieser Markt ist am Boden. Es gibt da keine Fallhöhe. Das sind einmalige Kaufchancen, die muss man nutzen. Und wenn eben dieser SIL-J bei 20 ist, ist es vorbei. Dann sind die teuer. Natürlich kannst du viel höher steigen, so wie Bitcoin ja unvorstellbar Höhen gemacht hat oder die Tulpenzwiebeln, aber das sind ja keine seriösen Preise. Das ist dann ein massenpsychologisches Phänomen, das man mit Glück ausnutzen kann, wenn man vorher positioniert ist und dann den Leuten, die Euphorie haben hinsichtlich dieser Asset-Klasse, dann die Aktien abstoßen kann. Ein weiterer Indikator ist hier der GDXJ, sehen Sie auch, das steigt hier von 42 auf fast 45 Dollar. Und man nimmt an, dass wir eine gewisse Überbewertung bei Goldaktien dann haben oder relativ teuer dann gesendet, wenn dieser Wert bei 77 ist. Das werden wir hier täglich pflegen und folgen, sodass wir ungefähr eine Aussage haben, wann ist es teuer am Markt, weil in der Euphorie geht das unter, weil dann die meisten Leute erwarten, dass es höher geht, weil sie wollen ja dann das Vermögen machen. Aber dann ist es im Grunde genommen zu spät oder eben auch wesentlich gefährlich. Kann ja viel, viel höher gehen, dass man das völlig sich da verschätzt. Aber eine Garantie gibt es dafür nicht. Weil noch ein Indikator, das ist die sogenannte Hui-Gold-Ratio. Das ist der Chart da ganz unten in der Mitte. Ja, der war schon mal auf 0,63 2004 in der Finanzkrise auf 0,2. Dann 2011 auf der Zwischenerholung eines der letzten großen Goldaktien auf 0,45 und dann nochmal in der Corona-Krise ging es doch mal tatsächlich auf 0,1 runter, also völlig am Boden. Corona-Krise war das absolute Supertief oder auch 2016, das ist jetzt hier nicht drauf. Und jetzt hatten wir eben 4 Jahre diese Stagnation und wir sind im Grunde genommen nicht viel weiter als beim Corona-Krise. Wir sind mindestens 50% oder fast 50% unter der Finanzkrise. Es ist eine Asset-Klasse, da gibt es keine Worte für, wie billig sie ist. Deswegen sind wir hier und beißen uns hier fest, bis die Verhältnisse eintreten, dass man diese Drückung nicht mehr halten kann und riesige Kapitalmengen hier reingehen. Und dann ist es eben ein Indiz dafür. Sie sehen auch hier den Topping-Prozess von 2020, wo es irgendwie bis 0,19, 0,2. Und wenn man dann so einen Topping-Prozess sieht und wir sind über 0,2, sollte man vorsichtig werden. Aber wir werden das hier täglich pflegen und diskutieren, bis diese Werte erreicht ist. Und das ist möglicherweise schon in 8 Wochen der Fall. Ja, dann gibt es noch die Gold- und Silber-Ratio. Die hat sich jetzt nicht großartig geändert. Immer wenn Silber läuft ja nicht so gut, weil man dividiert einfach Gold durch Silber und deswegen kommen die großen Werte. Und das ist meist immer ein Indiz, dass eine Kaufzone für Goldaktien ist, weil die suggeriert das, weil wenn der Silberpreis niedrig ist,
dann gibt es in diesen Gold- und Silberaktien noch genügend Potenzial, dass dann urplötzlich bewertet ist, wenn es dann teuer ist. Und deswegen ist das ein guter Indikator. Also die letzten Gold-Aktien-Rallyes, zum Beispiel von 2020, 2021, führte diese Ratio auf 66. Also wenn wir uns der 60 annähern, ist das ein Indikator, dass dieser Markt heiß gelaufen ist. Und wenn er auch super heiß gelaufen ist, dann geht es sogar vielleicht auf 30. Das hatten wir nämlich 2011. Also das wäre auch ein super Indikator. Also da müssen wir auf die 60 ab. Aber Sie brauchen sich da gar nicht weiter das zu merken. Wir werden das jeden Tag diskutieren, bis wir in diesen Zonen hier sind. Ja, 1000 Becker Report. Wir versuchen, diese Aktien zu identifizieren, auf verschiedene Risiko, soweit es möglich ist, zu sortieren, Potenzialfaktor zu errechnen, aus Grad des Goldes, Länderrisiko, Anzahl der Unzen, Portfoliovorschlag können wir im Interesse zusammenstellen. Ansonsten können Sie auch zum Beispiel Broker hier in der Schweiz nutzen, Swissquote, können Sie auch mit Nichtschweizer Wohnsitzen Depot eröffnen. Und ja, ansonsten Flatex to Giro kann man nutzen für Käufer via Toronto Stock Exchange. Sehr, sehr günstig, ne? Sind wir günstiger in den Heimatbörsen zu kaufen, beziehungsweise ja, Gold Avenue können Sie nutzen für Gold, zollfreie Steuer, Goldeinlagen, sorry, in der Schweiz und die Sachwerte einkauft, zum Beispiel auch. All das werde ich verlinken und Sie finden das in der Beschreibung und bei YouTube. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben. Das würde hier dem Kanal etwas Auftrieb hier bei YouTube geben. Nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.